Passend zum einkehrenden Frühling bekam der blaue Faden im Bahnhof Pirna ein neues Gesicht. Die Fotoausstellung von Hobbyfotografen unter dem Thema Gegensätze wich einem neuen Leitfaden. 3 war das Thema der Ausschreibung in diesem Jahr. Unter anderem steht die Zahl 3 für den Beginn von Traditionen, wie es von Oberbürgermeister Peter Hanke in der Eröffnungsrede betont wurde. So waren die Einsendungen zu diesem Thema vielfältig. Rund 300 Bilder standen für die Ausstellung zur Auswahl. Dabei fiel es der Jury durchaus schwer, sich für 20 Werke zu entscheiden. Aber wir wissen ganz genau, dass eine Einsendung aus New York gekommen ist. Es war auch ein New Yorker Bild dann, ein hervorragendes mit einem farbigen an einer Wand entlang spazierend. Und wir haben aber uns dann doch entschieden, uns für das Pirna-Motiv. Ein wichtiges Kriterium dabei war, immer den Bezug zu Pirna herzustellen. Abgerundet wurde die Eröffnung mit einer musikalischen Untermalung der Akkordeonistin Veronika Wende. Die 3 war auch bei ihr der musikalische Schwerpunkt ihrer Darbietung. Mit einem Walzer gelang es ihr, einen Bogen zu spannen zwischen Kultur und der Charakteristik eines Bahnhofs. Die Besucher wurden für kurze Zeit musikalisch nach Paris entführt. Die Verlosung einer Tagesreise nach Prag ließ sich Oberbürgermeister Hanke nicht nehmen. Der Gewinn dieser Tagesreise ist dabei stellvertretend als Dankeschön an alle Teilnehmer zu betrachten, denn es ist schon als Preis und Anerkennung zu sehen, eine Fotografie in der Bahnhofsgalerie hängen zu haben. Ich habe das erste Mal ein Bild eingesandt bei einem Fotowettbewerb, weil das Thema mich interessiert hat und ich eben ein genau auf das Thema spezifisches Bild hatte. Die neuen Bilder in der Bahnhofsgalerie sind nicht allein ein herzlicher Willkommensgruß an die Pirna und seine Gäste. Die Interpretationen, die 3 in Bilder umzusetzen, sind derart vielfältig, dass es sich lohnt, auch ohne erklärtes Reiseziel die Unterführung des Bahnhofs zu besuchen.